Dear swimmers, ladies and gentlemen, it's a pleasure for me to welcome you in Bad Bergzabern. We are very happy that we can welcome teams from more than 20 nations to our third international Tamina Nachwuchsschwimmfest. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je représente l'Eurodistrict Regio Pamina ici. C'est un territoire transfrontalier. Ça fait quelques années que je viens ici et je vois que la fête est toujours aussi belle. Donc bien sûr, vous avez deux jours de compétition, donc on va pas trop non plus discuter. Am 17. März war es wieder soweit. Die Welt war zu Gast in Bad Bergzabern. Vereine aus 23 Ländern der Erde folgten der Einladung vom Schwimmclub Bad Bergzabern und dem französischen Partner LAVAG Drachenbronn. Das dritte internationale Pamina Nachwuchsschwimmfest ist die Fortsetzung einer Veranstaltung, die als Wettkampf im kleinen deutsch-französischen Grenzverkehr seinen Anfang hatte und inzwischen zum 33. Mal stattfand. Der Gedanke der deutsch-französischen Freundschaft, wie sie hier im Gebiet des Eurodistrict Regio Pamina gepflegt wird, soll somit der Öffentlichkeit stärker bekannt gemacht werden. Dabei verbindet der Schwimmsport alle Teilnehmer aus der ganzen Welt und fördert das Verständnis füreinander. Ebenso trägt das umfangreiche Rahmenprogramm mit Ausflügen in die Region dazu bei, dass die Teilnehmer sich außerhalb des Sports kennen und verstehen lernen, trotz unterschiedlicher Herkunft und Religion. Ja, wir haben einen Wettkampf auf hohem internationalen Niveau. Und dadurch, dass die Schwimmer bei Familien untergebracht sind, haben sie eben diesen Familienanschluss und können hinter die Kulissen gucken, während man sonst in Hotels untergebracht ist. Und die Hotels in aller Welt gleichen sich wie ein Apfel dem Ei. Und dadurch unterscheidet sich eben Bergzabern von anderen Veranstaltungen. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal, mit dem wir dann auch in der Welt werben bei Clubs, um sie zu uns einzuladen. Da alle ausländischen Teilnehmer in Gastfamilien der Region untergebracht sind, ergeben sich viele Kontaktmöglichkeiten, die über die Jahre zu dauerhaften Freundschaften gewachsen sind. Also neben den Freundschaften, die entstanden sind, habe ich jetzt ganz aktuell in diesem Jahr mich mit einer Familie aus Texas unterhalten. Das Kind war in einem Schwimmverein in Texas, der jetzt leider nicht mehr existiert. Und trotzdem ist es jetzt das dritte Jahr hintereinander, wo sie privat hierher kommen, ihre Tochter begleiten. Und der Vater hat mir erzählt, dass also die Tochter, wenn sie dort in Amerika die Schule abgeschlossen hat, jetzt ernsthaft interessiert ist, dass sie hier in Deutschland einen Studienplatz bekommt. Denn ihm gefällt es hier so gut, dass er sogar übersiedeln möchte, sobald er pensioniert ist. Eine höhere Beteiligung, vor allem von deutschen Schwimmvereinen, wäre wünschenswert. Jedoch herrscht hier ein sehr hohes Niveau. Zum Erreichen einer Medaille werden sehr schnelle Zeiten gefordert. So waren bereits Schwimmer am Start, die heute zur Elite der Welt gehören. Im letzten Jahr hatten wir eine Mannschaft aus Kanada. Von diesen 10 Teilnehmern werden 5 dieses Jahr bei den Olympischen Spielen in London an den Start gehen. Wir haben chinesische Schwimmer, die inzwischen die Weltrekordliste zieren und die waren auch vor vielen Jahren hier in Bad Bergzabern am Start. Trotz der hektischen Betriebsamkeit und des sportlichen Kampfgeistes ist dieses Event auch ein Beitrag zur Völkerverständigung und bringt den Teilnehmern auch ein wenig Ruhe und inneren Frieden. In Südisrael ist es zurzeit gerade nicht so ruhig. Hier in Bad Bergzabern kommen wir in den Genuss, einmal wieder in Ruhe richtig schlafen zu können. Das Leben geht hier viel langsamer vonstatten als in St. Petersburg. Es ist hier nicht so hektisch. Ich war zunächst positiv geschockt, als ich sah, wie viele verschiedene Nationen hier zusammentreffen. Man hat mit 4 oder 5 gerechnet, dann sind es doch weit über 20. Es ist echt cool, wie viele verschiedene Kulturen aus aller Welt sich hier treffen und zusammen sein können. Es wird nicht nur das beschauliche Bild der Kurstadt Bad Bergzabern nachhaltig in die Welt getragen. Weitere wirtschaftlich positive Effekte, ausgelöst durch das Schwimmevent, liegen auf der Hand. Das Pamina Nachwuchsschwimmfest stellt einen erheblichen wirtschaftlichen Faktor für die Stadt Bad Bergzabern dar. Zum einen profitieren die Hotels davon durch die Unterbringung der Schwimmer. Zum anderen profitieren die Geschäfte davon, denn die Schwimmer lassen auch Geld hier, kaufen ein. Und als drittes ist die Nachhaltigkeit dieses Schwimmfestes einfach gegeben, dadurch, dass der Bergzabern diesen Bekanntheitsgrad hat. Es kommen Gäste, die einfach neugierig sind auf die Stadt und die Region. Und gerade dadurch, dass dieses Schwimmfest jetzt auch live im Internet zu sehen ist, wird dieser Bekanntheitsgrad von Bad Bergzabern nochmal gesteigert. Welcome everyone to the victory ceremony. Die Zeiten, die beim Wettkampf erreicht werden, können sich sehen lassen. Die beste Schwimmerin des Wochenendes war Elena Corti vom Team Insubrica Arcisati aus Italien.
die mit dem Ehrenpreis des Außenministers ausgezeichnet wurde. Sie erzielte 737 Punkte für ihre 100 Meter Rücken in 1 Minute, 5 Sekunden und 6 Hundertstel. Der 1995 geborene, 2 Jahre ältere Jewgeni Lomtev vom Club Ikran St. Petersburg brachte es bei 100 Meter Brust auf 1 Minute, 5 Sekunden und 4 Hundertstel. Dies entspricht 743 Wertungspunkten. Zum Vergleich, der Weltrekord wird mit 1000 Punkten gewertet. Am Ende des Schwimmfestes, nach dem Verteilen der Pokale, treffen sich die Kinder der verschiedenen Nationen, um miteinander zu tanzen. Mit der Förderung des Schwimmfestes soll so verdeutlicht werden, dass die Pamina-Region Jugendliche aus aller Welt herzlich willkommen heißt und zum friedlichen Miteinander der Völker hierher einlädt. Ich habe Hoffnung an ein besseres Europa und für mich ist dieses Treffen ein guter Platz, um mit einem besseren Europa zu beginnen. Und deswegen danke, Bad Bergzabern. Auf Wiedersehen und tschüss bis nächstes Jahr. Ciao, ci vediamo l'anno prossimo. See you next year. Görecek yıl bazı bende görüşmek üzere.